Ich habe immer das Gefühl, dass wir als Migranten-Selbstorganisation doppelt und dreifach mehr uns beweisen müssen mit der Qualität, mit dem, was wir tun. Plan B ist eine interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe. Plan B ist im Mai 2011 mit 13 Personen gestartet bei mir im Wohnzimmer. Die Tage waren so aufregend. Wir hatten kein Geld für Möbel. Wir haben tatsächlich auf dem Boden gesessen und haben unsere Teamsitzungen gemacht. Aussagen seitens des Jugendamtes waren damals, die Familien sollen Deutsch lernen, wir brauchen sie nicht. Wenn die Familien auch noch die Jugendhilfe in ihrer eigenen Muttersprache kriegen, behindern sie die Integration. Die Haltung in der Kommune war, wir bieten ja alles an. Das Jugendamt hat uns dann angefragt, ob wir als zweite Organisation reingehen. Das ist eigentlich unüblich, dass eine Familie von zwei unterschiedlichen Trägern betreut wird. Die Begründung hierfür war dann Übersetzungstätigkeiten. Nur, wir sind ja auch ausgebildete Pädagogen. Wir sind keine Dolmetscher. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich eins nach dem anderen die Familien, die wir als Co-Träger reingegangen sind, abgelöst haben. Oft ist es schon auch so, dass man als Nicht-Deutsche sich auch nicht verstanden fühlt. Wenn man jemanden hat, der aus ähnlichen Kulturregionen kommt oder einen kulturellen Hintergrund hat, ist es halt einfacher, dann diesen ersten Beziehungsaufbau auch zu führen. Sobald die Beziehung halt da ist, kann man dann besser in die Arbeit einsteigen. So. Unser erster Zuschlag für stationäre Hilfen, das war das Jahr 2014. Ich war erstmal richtig erstaunt, das ist, wie groß das hier ist und so. Dass es einfach so eine ganze Villa ist. Die Kinder, die bei uns wohnen, kommen aus Familien, in denen es Gewalt gab, in denen es Suchterkrankungen gab, in denen die Eltern unter psychischen Erkrankungen gelitten haben. Als ich hier hingekommen bin, war ich ja auch erstmal noch so ein bisschen schüchtern und so. Jetzt fühle ich mich ja hier auch wohl und ich fühle mich ja hier auch zu Hause. Das ist so das Allerwichtigste, dass wir hier auch ein Zuhause bieten und darstellen. Alles, was hier so ist, besprechen wir mit den Kindern. Welche Ausflüge machen wir? Was gibt es zu essen? Was machen wir in der Freizeit? Das ist mein Zimmer hier. Besonders gern mag ich meine Lego-Ecke hier. Ich habe auch letztens wieder hier aufgeräumt. Wenn wir irgendwann gehen dürften, würde ich auch gerne mal ins Legoland gehen. Plan B steht für Interkulturalität und für kultursensible soziale Arbeit. Was den großen Unterschied macht, ist, dass es viele MitarbeiterInnen gibt, die über ganz viele Sprachen und kulturelle Hintergründe verfügen. Das ist für die Familie total positiv, weil die wissen, das, was wir sagen wollen, kommt auf jeden Fall auch an. Und das ist für uns total positiv, weil wir eben eine gute Kommunikation dann mit den Eltern haben können. Man ist nicht immer natürlich gewollt. Was total wichtig ist für den stationären Bereich, dass es tatsächlich abgestimmt ist in der Kommune, dass man das ganz gut mit dem Jugendamt kommunizieren muss. Ich glaube, man muss sich im Vorfeld gut informieren und wirklich mit einem guten Konzept, was man dort machen möchte, mit der Abteilungsleitung austauschen. Man hat uns nicht so viel zugetraut zu Beginn. Wir sind jetzt über 300 und über 40 Nationalitäten. Heute ruft das Jugendamt selber an, können sie uns unterstützen. Musik